gefahren und haben aber auf dem Weg dahin vorher noch die Gelegenheit genutzt, einige Korrekturen an der Beklebung unserer Heckpartie vornehmen zu lassen und auf dem Weg dorthin in Mannheim Station zu machen, um bei einem Wohnwagenhändler, der eine Waschstraße speziell für Wohnmobile und Wohnwagen hat, unser Fahrzeug auch einmal wieder waschen zu lassen. Den gesamten Bericht, den seht ihr jetzt. Viel Spaß! Wir sind zunächst von Frankfurt nach Brühl südlich von Mannheim gefahren, wo wir das erste Mal übernachtet haben. Der Stellplatz ist kostenlos, aber ohne Ver- und Entsorgung und bietet Raum für bis zu 10 Mobile, abhängig von der Nutzung durch PKWs. Wir haben ruhig gestanden, was aber gegebenenfalls an Wochenenden in der warmen Jahreszeit nicht immer so sein wird, da der Platz auch von der örtlichen Jugend genutzt wird. Am nächsten Morgen fuhren wir erst einmal zu Gümer Wohnmobile in Mannheim, die über eine eigene Waschanlage für Womos verfügen. Frisch gereinigt ging es dann weiter Richtung Ulm zur Firma Drescher Folientechnik, um danach wieder zurück in Richtung Schwarzwald zu fahren. Im Dunkeln haben wir dann den Stellplatz Ackerloch Grillschopf angefahren. Ein ruhiger Platz in der Nähe von Villingen-Schwenningen mit Ver- und Entsorgung und teilweise Strom, schön gelegen, aber auch mit gelegentlichem Güllegeruch vom benachbarten Bauernhof. Unsere nächste Etappe führte uns zunächst nach Villingen-Schwenningen, genauer gesagt nach Villingen. Villingen ist seit seiner Gründung Stadt. Neben kleinen Gässchen und einigen alten Bürgerhäusern sind vor allem der um 1200 begonnene 10 Meter hohe Mauerring und das spätromanische Münster, dessen Innenraum im Barockstil umgebaut wurde, sehenswert. Aber auch dem Münsterplatz, die teils oberirdisch verlaufenden Abwasserrinne sowie das Franziskanermuseum in den Klostergebäuden des 13. bis 18. Jahrhunderts mit seiner stadtgeschichtlichen Sammlung sollte man sich nicht entgehen lassen. Thank you.
Nächster Halt auf unserem Kurztrip durch den Schwarzwald war Triberg. Triberg, früher ein Zentrum der Uhrenindustrie, ist mittlerweile ein Touristenmagnet mit vielen Sehenswürdigkeiten. Dazu zählen unter anderem Deutschlands höchster Wasserfall, das Schwarzwaldmuseum, eine barocke Wallfahrtskirche, der holzgeschnitzte Rathaussaal, die größte Kuckucksuhr der Welt und so weiter. Da wir an diesem Tag leider schlechtes Wetter hatten, konnten wir uns nicht allzu viel anschauen, aber für uns steht fest, wir kommen wieder. Triberg hat Parkplätze für Wohnmobile an der Wallfahrtsstraße, Busparkplatz mit 4 separat ausgewiesenen Plätzen und in der Schwendi-Straße 4 ausgewiesene, überdachte Stellplätze und eventuell noch auf dem Scheffelparkplatz. Ein Stadtplan gibt es im Touristenbüro oder als PDF unter www.triberg.de. Der Stellplatz in Bönnigheim bietet Platz für 4 bis maximal 6 Mobile, wobei die Fläche zum Rangieren schon ziemlich eng ist. Die Übernachtung ist kostenlos und der Platz bietet Ver- und Entsorgung sowie Strom. Und er ist nachts ruhig. An unserem vorletzten Tag fuhren wir erst einmal nach Klebronn, um unser Weinregal mal wieder aufzufüllen. Den Winzer hatten wir auf der CMT in Stuttgart kennengelernt. Danach ging es schon wieder Richtung Heimat, aber nur bis Bad Wimpfen. Hoch über dem Neckar thront die größte erhaltene Stauferpfalz nördlich der Alpen. Mehrere Kaiser, darunter kein geringerer als Kaiser Barbarossa, hielten hier im 12. und 13. Jahrhundert Hof. Zu Füßen der Burganlage erstreckt sich die malerische Altstadt mit engen Gassen, romantischen Plätzen und viel Fachwerk.
Es gibt einiges zu sehen in Bad Wimpfen. Ein Besuch auf den Seiten der Touristeninformation lohnt sich auf jeden Fall. Ganz besonders empfehlen wollen wir euch den Weihnachtsmarkt, der sich romantisch durch die Altstadtgassen schlängelt. Und auch die Konditorei Feierabend, wo wir eine absolut fantastische Schwarzwälder Kirschtorte hatten. Unser Kurztrip in den Schwarzwald ist zu Ende. Wir sind an unserem Heimatcampingplatz angekommen. Auch wenn wir nur einen kurzen Einblick bekommen haben, uns hat der Schwarzwald sehr gut gefallen und wir werden noch einige interessante Fahrten hierher unternehmen. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Über Lob oder Anregungen freuen wir uns. Schreibt uns in den Kommentaren. Und wenn ihr künftig kein Video von uns verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Für jetzt sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.